Morgen in Deggendorf. Der Zug hält an und du steigst aus. Es bleibt dir gar nichts anderes übrig, Endstation. Dein Koffer ist schwer, in etwa so wie damals, denkst du, als ich fortgegangen bin. Der Bahnhof hat sich seither kaum verändert, 25 Jahre ohne nennenswerten Wandel. Bei jedem Besuch das gleiche Bild. Eine Kneipe für verlorene Seelen. Ein Kiosk, der meist und so auch jetzt den Dienst am Reisenden verweigert, weil er sich nicht an die versprochenen Öffnungszeiten hält. Und ein öffentliches Klo, wo noch die gleichen, wenn nicht gar dieselben, denkst du, Sprüche über den Pissoirs auf einstmals weißen Kacheln prangen. Another brick in the wall zum Beispiel, I can get no satisfaction, oder der ultimative Klassiker des Latrinenhumors, jedenfalls bei den Männern, woraus sich auch gleich die Frage ergibt, was wohl bei den Frauen an der Wand geschrieben steht, doch mit Sicherheit nicht, schau nicht auf den Witz an der Wand, betrachte lieber den in deiner Hand. Tomorrow it's Deggendorf. The train stops and you get off. Nothing else you can do, end of the line. Your suitcase is heavy. Sort of like back then, you think to yourself, when I went away. The station was hardly changed since those days. 25 years and nothing different worth talking about. Same scene every visit. A bar for lost souls, a kiosk that usually, like now, is of no help at all to passengers because it's never open during the hours it says it is. And a public John, we're the same, even if they're not the same, you think to yourself. The same pearls of wisdom are plastered on the once white tiles over the urinals, such as another brick in the wall, or I can't get no satisfaction, or the ultimate and classic latrine humor, at least in the men's, which leads directly to the question, what's on the wall in the ladies? Not this gem for sure. Don't look at the words that before you stand, behold the joke that's in your hand. Dein Koffer ist nicht mehr derselbe und du fragst dich, wie viele Koffer habe ich wohl inzwischen verreist? Doch über deinem Auszug in die große, weite Welt, wie du dir nicht verkneifen kannst, an deinen Gedankenfaden anzuknüpfen, was deinen Mund zu einem leicht spöttischen Lächeln verleitet, das du aber nicht sehen kannst, weil über dem Waschbecken, an dem du Hände waschen stehst, wie damals schon und zwischenzeitlich ebenso verlässlich, kein Spiegel zur Betrachtung hängt, enthält alles Wesentliche, was du besitzt. Du gibst dich diesem Lächeln hin, nur für einen Moment, fühlst den Abgrund, der dahinter lauert, und machst dich auf den Weg. An einer Kurzvisite des Frauenklos, nicht etwa Voyeurismus, sondern, wie man neudeutsch sagen würde, Gender Studies im Sinn, vergleichende Latrinenlinguistik, wirst du gehindert von einem Kind, das dir entgegenrennt, um dich zu umarmen, was aber allerhöchstens halb gelingt auf Höhe deines Beckens, wobei du peinlich berührt entdecken musst, dass dein Hosenladen offen steht. Your suitcase isn't the same, and you ask yourself, how many suitcases have I ridden to death since then? But it's a suitcase that contains basically everything you own, just like when you first headed out into the big, wide world. You can't help letting your thoughts connect with what twists your mouth into a slight sneer, though that's something you can't see because there isn't any mirror, none over the sink you're washing your hands in, the same way you did back then, and the routine's been the same ever since. You give in to that sneering smile for a moment, feel the abyss lurking behind it, and go out. You pop into the ladies, John, not really voyeurism on your mind, but, as the current lingo puts it, gender studies, comparative latrine linguistics. And you're blocked by a kid running at you to hug you, only half succeeding at hip level, and so you discover to your embarrassment that your fly is open. Onkel, wir holen dich ab mit dem neuen Auto. Du bist zu überrascht, um etwas zu sagen, handlungsunfähig auch. Keine zärtliche Geste, kein Streicheln über das rotblond-lockige Kinderhaar und auch kein züchtiges Hochziehen des Reißverschlusses ist dir möglich. Reglos also stehst du da, Salzsäulen gleich, dann nimmt das Kind dich bei der Hand und weist dir den Weg zu deinem Bruder. Es ist das erste Mal, dass Robert dich vom Zug abholt und hat dich nicht auf diese Premiere vorbereitet. Folglich hast du ihm bei eurem letzten Telefongespräch auch nur die ungefähre Ankunftszeit des Busses verraten, der dich wie üblich vom Bahnhof zu ihm bringen sollte. Er musste also erst einmal doch schauen, welcher Zug zum Bus, mit dem du meintest, dass du kommen würdest, passt, was freilich kein Problem darstellt, dank Schnellzugang zum weltweiten Netz, aber doch ein Umweg, den du nicht von ihm erwartet hättest. Und jetzt steht er also da, die Arme verschränkt mit einem schwer zu deutenden Ausdruck im Gesicht und du fragst dich, entdecke ich eine Spur von brüderlichem Stolz darin? Ihr begrüßt euch so wie meist mit beiderseitigem Nicken des Kopfes, ganz als ginge es nicht anders. Sind deine Hände noch vom Koffer und der Kinderhand blockiert und die Hände deines Bruders
durch die verschränkten Arme nicht zum Schütteln zu haben. Auf deine Frage, womit du diese Ehre verdient habest, bekommst du keine Antwort. Stattdessen aber ein Hinweis darauf, dass dein Hosenladen offen steht. Uncle, Uncle, we've come to pick you up in our new car. You're too taken by surprise to say anything or do anything. No affectionate gesture, no stroking the kid's curly reddish blonde hair. And you can't even pull your zipper up gracefully, so you just stand there, immobile, like a pillar of salt. Then the kid takes your hand and shows you the way to your brother. It's the first time Robert has picked you up at the station, and he hadn't prepared you for this premiere. And so the last time you talked to him on the phone, you'd only given him the bus's approximate time of arrival, the bus that, as usual, was to bring you from the train station. He must have gone ahead and figured out which train hooked up with the bus you said you'd take, which isn't a problem thanks to the web, but it was nevertheless a tricky move you would not have expected from him. And so now here he is, arms folded, and with an expression on his face that's hard to read, and you ask yourself, do I detect a trace of brotherly pride here? Your greeting is, as usual, a mutual nod of the head, as if there were no other way to do it, since of course your hands are occupied by your suitcase and the kid's hand, and your brother's hands aren't available because they're folded over his chest. You get no answer to your question, what have you done to deserve this honor? But instead you get a heads up that your fly's open. Über den Umfang deines Reisegepäcks, der ihm sehr wohl verdächtig erscheinen müsste, der große, schwere Koffer und die vollgestopfte Umhängetasche, obwohl du nur eine Nacht bei ihm verbringst, verliert er kein Wort. Vielleicht ist er ja froh darüber, denkst du, dass ich viel Gepäck dabei habe, schenkt dieser Umstand doch der Großräumigkeit des Kofferraums, den er dir mit einladender Geste öffnet, erst die rechte Relevanz und du weißt, jetzt musst du was zum Auto sagen. Groß, sagst du. Bequem, fügst du an, nachdem du auf dem Beifahrersitz aus schwarzem Leder Platz genommen hast und erstaunlich leise, als ihr schon eine Weile unterwegs seid. Und das stinkt sogar. Das Auto ist groß, bequem und leise, zumindest wenn man drin sitzt. Es gehört aber auch jener Kategorie von Fahrzeugen an, für deren Verbot du vor nicht allzu langer Zeit mit der Unterzeichnung eines Volksbegehrens eingetreten bist. Ich habe es erst seit ein paar Tagen, sagt dein Bruder und weist auf eingebaute Extras hin. Sonderausstattung gibt es nur in den Staaten. Fühlst du die Kraft? Fragt er und drückt den Fuß aufs Gaspedal. Ja, sagst du mit gespielter Freude, den Blick aufs Armaturenbrett geheftet, die Benzinanzeige im Visier, weil du der festen Überzeugung bist, dass der Vorrat an Treibstoff mit jeder Beschleunigung des Wagens um ein sichtbares Maß schwindet. Das Armaturenbrett ist aus rötlich-braunem Holz gefertigt, ebenso ein Teil der Türverkleidung, und du hoffst, dass es wenigstens kein Mahagoni ist. He doesn't waste words on the extent of your luggage, which might well seem suspicious to him, the big heavy suitcase and the stuffed shoulder bag, though you're only spending one night at his place. Maybe he's happy, you think, that I've got a lot of luggage because it shows off the huge size of the trunk that he opens with an inviting gesture, the first important thing to notice. And you know you've got to say something about the car. Big, you say. Comfortable, you add, after sitting down in the black leather passenger seat. And amazingly quiet, after you've been moving along for some time. And it's actually true, the car is big, comfortable, and quiet, at least when you're in it. But it also belongs to the class of vehicles you wanted banned not so long ago when you signed that petition for a referendum about it. I've only had it a few days, your brother says, and points out the factory-built features. Special trim, only in the States. Feel that power, he asks, and push down on the gas pedal. Yes, you say, faking delight, your eyes glued to the dash and fixed on the fuel gauge, because you're firmly convinced that the gas supply will noticeably sink with every increase in speed. The dash is trimmed in reddish-brown wood, the same as part of the door covering, and you hope, at least, it's not mahogany.